Die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regula Stempfli. Auf das Selberdenken kommt es an. Auf die Gegenstände desselben oft sehr wenig. Ein Zitat von Rahel Warnhagen von Ense. 1771 bis 1833 und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Die Podcastin. Hi, Regula Stempfli. Hallo, Isabel Rohner. Das ist großartig, dieses Zitat. Könntest du mir das erklären? Ich komme nicht nach. Die große Philosophin kommt nicht mit. Naja, also Zitate sind immer Auszüge aus einem größeren Kontext. Und dieses Zitat ist wunderbar interpretierbar. Auf das Selberdenken kommt es an. Mhm. Auf das Selberdenken kommt alles an. Und worüber man dann im Einzelnen selber nachdenkt, spielt gar nicht so sehr eine Rolle, sondern es ist eine Haltungsfrage. Das ist das, was das Zitat für mich aussagt. Mhm. Es ist eine Haltung, selber zu denken, Dinge zu hinterfragen, Dinge auch weiterzudenken. Und ich finde, das passt ganz wunderbar zum Konzept von Die Podcastin, wo wir auch unseren Hörerinnen und Hörern Futter an die Hand, ans Hirn geben und froh sind und uns freuen und unseren Auftrag für uns selber als erfüllt sehen, wenn sich Hörerinnen und Hörer auch daran reiben, daran weiterdenken, selber zu Ideen kommen oder auch sagen, boah, das ist eine Meinung, da bin ich absolut dahinter und das ist etwas so oder ein Aspekt oder ein Gedanke, der mir so noch gar nicht begegnet ist. Das bedeutet das Zitat für mich. Ich habe einfach den zweiten Teil nicht verstanden, das mit den Gegenständen, ob sie da die gemeinsame Welt, weil du hast ja zwei Sätze, auf dasselbe Denken kommt es an und dann der zweite Teil. Und auf die Gegenstände desselben, also auf die Gegenstände des Selberdenkens gar nicht so sehr. Also ich lese darin keinen Nihilismus und eine Absage an die Wirklichkeit, sondern die Gegenstände des Denkens, die Anwendung der Haltung des Selberdenkenwollens. Und das betrifft eben, wir befinden uns im 18. beginnenden 19. Jahrhundert, sowohl auf die Rolle der Frauen, ne? Also Rahel Warnhagen von Ense war eine Verfechterin der Emanzipation der Frauen, und der Emanzipation der Juden, also auch hinterfragen, wie steht es eigentlich um die Stellung der Juden in unserer Gesellschaft und sich dazu zu positionieren, bis hin zur Stellung der Frauen, sind eigentlich Frauen qua Geschlecht zuständig für das Führen eines Haushaltes beziehungsweise das Einnehmen einer untergeordneten Position in einer patriarchalen Gesellschaft, die im 18. und 19. Jahrhundert natürlich nochmal eine andere Ausprägung hatte, als heute oder als ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, wo, sind wir ehrlich, die Rolle der Frau in der Gesellschaft noch mal stärker zurückgedrängt wurde durch das Konzept der bürgerlichen Ehe. Sehr spannend. Oh, wir sind schon mittendrin. Nein, also du bist echt in Form. Ich möchte zu Rahel Warnhagen natürlich Hannah Arendt erwähnen, die ihre Habilitation zu Rahel Warnhagen begonnen hat, musste das aber dann aufgrund ihrer politischen Tätigkeit gegen den Totalitarismus, Nationalsozialismus, Flucht und Exil verschieben, respektive konnte es nie zum Abschluss bringen, obwohl sie eigentlich die Habilitation fertig geschrieben hatte. Sie hat sich dann auch eingeklagt in den 60er Jahren beim deutschen Staat, um eine Rente zu kriegen, die sie, wie ich schon mehrmals erwähnt habe, erst 4 Jahre vor ihrem viel zu frühen Tod dann auch erreicht hat. Dieses Selberdenken beschreibt Hannah Arendt in ihrer Reflexion zu Sokrates, was sie ja ganz viel macht. Sokrates hat den Schierlingsbecher genommen, nachdem er zum Tode verurteilt wurde, aufgrund der Verführung der Jugend. Und es gab natürlich einen Notausgang, hätte er quasi widerrufen seine Verführung der Jugend und mit seiner schändlichen Tätigkeit der philosophischen Fragetechnik im öffentlichen Raum aufgehört, dann wäre er des Lebens verschont worden und das wollten eigentlich alle seine Freunde und Freundinnen und die Familie. Er hat den Schierlingsbecher getrunken, genommen mit dem Satz, also überlieferten Satz, ich bin lieber gegen die
ganze Welt als gegen mich selber. Und das ist dieses Selbstgespräch, das Hannah Arendt immer wieder in den Betrachtungen des Totalitarismus bringt, dieses Stop and Think. Und nochmals, was wir jetzt erleben, deshalb ist es wirklich eine Steilvorlage, die du gebracht hast, was wir jetzt erleben, also was wir seit, würde ich sagen, seit der Eroberung der Welt durch die digitalen Medien und dieses postfaktische Zeitalter erleben im Moment, ist genau dieses Stop and Think, das uns verunmöglicht wird, nämlich dieser Check zwischen Welt und Selbst, also zwischen Urteilskraft und also zwischen Menschlichkeit und dessen, was uns radikalsozialen Tieren vorgegeben wird als Welt und ob wir uns da einfach einfügen und mit den Queer for Hamas weitermarschieren, die Frauen nur noch Fintas nennen oder sonstigen Bullshit, totalitären Bullshit exerzieren oder ob wir tatsächlich, obwohl es beispielsweise in meinem Fall mein eigenes Milieu ist, meine Familie, meine Freunde, Freundinnen aus dem linksprogressiven Kulturkuchen, von denen ich mich distanzieren, nicht nur distanzieren muss, es geht nicht mal um Distanz, sondern um aufzuzeigen, welche Wirklichkeit, welche Welt wird hier vor meinen Augen zerstört, nicht nur vor meinen Augen, sondern vor unser aller Augen, wie die Demokratie mit unfassbar klugen Instrumenten über die Disruption des öffentlichen Diskurses, die Fragmentierung des öffentlichen Diskurses, wie die demokratischen Öffentlichkeiten vor unseren Augen zerstört werden. Und das hat ja begonnen im 21. Jahrhundert mit den Terrorakten gegen den Westen, der Islamisten. Und schon da begannen Narrative, die diese Terrorakte, ähnlich wie im 19. Jahrhundert die Anarchisten, diese Terrorakte legitimierten, weil es ja für das Bessere und weil es aus der Unterdrückung entstanden ist und nie und nimmer auf der Position der Verteidigung der Menschenwürde auch von Andersgläubigen, nämlich Demokratie, westlichen Demokratiegläubigen, geachtet wurde. Und das vergleicht das Jahrhundert, das 19. Jahrhundert und das 21. Jahrhundert. Wir sind so ähnlich. Wir hatten zwar keinen Ersten Weltkrieg, also 1914 bis 1918, aber wir haben eigentlich 2014 bis 2018, also im 21. Jahrhundert, hatten wir offiziell 2014 bis 2018 keinen Krieg, außer den ersten Krimkrieg, also den ersten Angriff der Russen auf die Ukraine. Aber wir sind eigentlich schlafwandlerisch in einen Krieg hineingeraten, der neuartigen technologischen Möglichkeiten der Kriegsführung, und zwar der massenmedialen Massenmordkriegführung über die Zerstörung der demokratischen Öffentlichkeit. Wahnsinn, was du alles mit dem Zitat gebracht hast. Aber das ist genau, das geht genau in, das ist eben das sprechende Denken, Isabel Rohner, für das ich lieb dich dafür immer. Ich liebe unsere Podcastin dafür, weil wir uns da völlig auch im freien Raum der Urteilskraft bewegen und uns versuchen, die Welt zu erklären und nicht nur uns, sondern unseren Hörerinnen und Hörern und eben die gemeinsame Wirklichkeit auch zu erarbeiten. Und ich würde noch, und dann schließe ich diesen Blog ab, deshalb habe ich die Elemente und Ursprünge digitaler Totalitarismen in meinen Hannah Arendt Lectures, weil ich genau da sehe, ab 2014, eben wie 1914 bis 18, hat sich die, also vor 100 Jahren hat sich die moderne Technik entladen, genau gleich mit den Möglichkeiten der Fiktionen und Narrative, die damals nationalistisch hießen. Und jetzt im 21.
18. Jahrhundert entladen sich die Fiktionen und Narrative in unserer real erlebten Welt, indem sie Wirklichkeit und Welt wie damals, oder? Also wie damals im August-Erlebnis, wo die Deutschen tatsächlich gemeint haben, ja, das geht ganz schnell, wir werden jetzt Weltmacht, oder? Und dann 4 Jahre eine der Urkatastrophen, die uns bis heute beschäftigt, unter anderem mit der Ukraine, unter anderem mit dem Nahen Osten, unter anderem mit der gesamten globalen Weltordnung. Und auch damals wurde die Welt und Wirklichkeit, also der Fact-Check, wurde völlig außen vor weggelassen. Die Ideologie hat 4 Jahre bis fast zum eigenen Selbstmord aller beteiligten kriegsführenden Länder geführt. Und jetzt im 21. Jahrhundert ist dasselbe Phänomen zu beobachten, indem nämlich Wirklichkeit, eine gemeinsame Welt, die Welt von Gästen, die Welt von demokratischen Werten minutiös, brillant, ideologisch polarisiert außer Kraft gesetzt wird. Oder deshalb haben wir diesen Wahnsinn, diesen wirklichen Wahnsinn, dass nicht eine Transvestitin, die es immer gab, in ganz kleinen Promille-Bereich, das Geschlechterthema oder ihren eigenen Körper thematisieren will, kann und darf und öffentlich leben soll, sondern dass uns in Schulbüchern, in allen öffentlichen Schriften, die ich erhalte, vorgemacht wird, als gäbe es das Wort Frau und die Frauen nicht, außer in einem Männerkörper, der von sich behauptet, er wolle als Frau gelesen werden. Und wenn du das jemandem so erzählst, weißt du, und ich erzähle das ganz normalen Menschen und die sagen, ach komm, Regula, ja, ja, immer ja. noch, es ist nicht wichtig. Das Selbstbestimmungsgesetz spielt absolut keine Rolle. Du bist da in einer Bubble gefangen. Du meinst in der Realität? In meiner normalen Welt, genau. Also mit ganz tollen, also in meiner Arbeitswelt beispielsweise, wo wir reale Probleme zu lösen haben. Und dann irgendwie beim Glas Wein zu politisieren oder philosophieren beginnen und ich eben über die Auflösung der realen Welt und Wirklichkeit, ähnlich wie in den 30er Jahren und überhaupt in ideologischen Zeitalter, in Postfakt oder Ideologien sind immer postfaktisch. Die haben nie einen wahren Kern. Das macht es ja aus. Und dann beginne ich da so zu reden über das Selbstbestimmungsgesetz. Und sie schauen mich, also weißt du, erstens mal hören sie zum ersten Mal von diesem Gesetz, das tatsächlich vom Bundestag verabschiedet wurde. Und zweitens sind sie völlig fassungslos. Also sie finden ja, aber jetzt seid ihr ja völlig durchgeknallt. Also nicht ich, die Podcastin, die diese Position der Auflösung von Welt und Wirklichkeit als Grund, als Verfassungsbruch, als Bruch mit der Demokratie darstellen, weil es eben tatsächlich postfaktisch die Demokratie in Sprechakte verwandeln soll. Die begreifen das nicht. Dabei wirkt es überall. Entschuldigung. Ja, ich nehme dich gerne mit, weil du sprichst da einiges an. Du sprichst verdammt viel an. Eigentlich hast du gerade die Kurve der Weltgeschichte der letzten 200 Jahre auf 8 Minuten gebracht. Ich hatte in der letzten Zeit mehrere Vorträge, weil wir dieses Jahr 75 Jahre Grundgesetz feiern. Das ist ja ein Steckenpferd von mir. Demokratiegeschichte, Geschichte der Frauenbewegung, erinnern daran, werben dafür, sensibilisieren dafür, begeistern dafür, dass wir, und damit meine ich insbesondere Frauen, aber ich meine natürlich auch die Männer, die zu meinen Vorträgen kommen, uns mit unserer Geschichte befassen und auch dadurch realisieren, dass Demokratie A gewachsen ist, B erkämpft wurde und C die Geschichte der Frauen eine andere ist als die Geschichte, die immer noch viel zu häufig in Geschichtsbüchern erzählt wird, nämlich die Geschichte der Männer. Ja. Und ich hatte da jetzt gerade in den letzten 3 Wochen 2
Vorträge, zwei Veranstaltungen, die so unterschiedlich waren. Und natürlich, weißt du, ich gucke da immer im ersten Teil zurück, ne, was hat eigentlich die Geschichte, was hat das Grundgesetz befördert in der Vergangenheit, was waren große Pionierinnen, die darauf hingewirkt haben, auf deren Schultern wir stehen. Aber ein Teil meines Vortrags ist immer auch mit dem Publikum gemeinsam zu gucken, wo stehen wir denn heute? Wie steht es denn um die Gleichberechtigung von Männern und Frauen, die der Kern unserer Demokratie in den westlichen Staaten ist. Mhm. Auch wenn das manchmal die westlichen Staaten vergessen. Ja. Aber das ist die zentrale Errungenschaft, die Erkenntnis, es gibt keine Demokratie ohne die Frauen. Absolut. Und das Geschlecht ist tatsächlich, also die Frauen sind tatsächlich die entscheidende Befreiungs- oder Unterwerfungskategorie, finde ich. Also nicht nur finde ich, sondern lässt sich belegen. Ist so. Ja. Und dieser Satz, Artikel 3, Absatz 2, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Mhm. Ne? Und dann 1994 wurde in Deutschland erkämpft, ergänzt, der Staat wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin, geht natürlich von einem biologisch bedingten Geschlechtsbegriff aus, weil Frauen aufgrund ihres biologischen Geschlechts nicht den Zugang hatten zu Bildung, nicht den Zugang hatten zu ökonomischer Unabhängigkeit, nicht den Zugang hatten zu Teilhabe, zu auch demokratischer Teilhabe. Ne? Mhm. Und dieses, wie steht es denn heute um Gleichberechtigung? Mhm. Da finde ich immer noch die Pionierin, die Philosophin der Gleichheit, Hedwig Dohm, gibt uns hier das Instrumentarium an die Hand. Also gleichberechtigt ist eine Gesellschaft dann, wenn sie ihren Individuen gleiche soziale, ökonomische und rechtliche Bedingungen schafft. Was das einzelne Individuum daraus macht, ist eine andere Kiste. Ne? Und dann gucke ich mir diese drei Bereiche an. Ne? Ich habe immer ein paar Beispiele, wie steht es denn um soziale Gleichberechtigung, wie steht es denn um ökonomische Gleichberechtigung. Das ist meistens den meisten am schnellsten klar. Ne? Da gibt es ja überall die und Gaps. Und es ist sehr bitter. Ja, genau. Einkommen, Besitz. Ja. Ne? Genau, sexistische Enteignung, keine Kapitalbildung und. Mhm. Und soziale Gleichberechtigung bedeutet natürlich auch Repräsentanz. Wie kommen wir denn vor medial? Das ist immer ein schönes Beispiel. Ne? 70% Männerquote in den Medien. Ja, und es wird eher mehr. Also ne? Die ganzen Podcasts sind, auch in den USA sind Männerpodcasts. So, und jetzt der Punkt, rechtliche Gleichberechtigung. Mhm. Da habe ich diesmal tatsächlich sagen müssen, meine Schilderung der Situation der rechtlichen Gleichberechtigung wäre noch vor 2 Jahren eine andere gewesen als heute. Mhm. Vor 2 Jahren hätte ich gesagt, es gibt im deutschen Recht nur sehr wenige Paragraphen, die tatsächlich expliziten Unterschied machen. Das ist im Grundgesetz Waffendienst, Militär, Kriegsdienst, wo das Grundgesetz ganz klar sagt, im Falle eines Kriegsfalles machen Männer Dienst an der Waffe, aber Frauen nicht. Das steht im Grundgesetz. Und natürlich 218. Also die Situation der Möglichkeit abzutreiben im Falle einer Notwendigkeit einer Abtreibung. Mhm. Und heute, sage ich, muss ich hier aber auch das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz erwähnen, was im Widerspruch zum Grundgesetz steht, im Punkto Artikel 3, weil es von einem anderen Geschlechtsbegriff ausgeht, im Punkto Artikel 5, Meinungsfreiheit, das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz, wir haben sehr oft darüber gesprochen, ja, genau. Enthält dieses Offenbarungsverbot. Ne? Das heißt, ich darf nicht mehr sagen, was ich sehe, ne? was ich empfinde. Oder was vor 10 Jahren war. Beispielsweise. Ja, was vor 10 Jahren war, genau. Ja, ja, das ist die Verleugnung der Geschichte. Und dann ist das, warum ich dir das erzähle, 2 Vorträge, Reaktion völlig unterschiedlich. Der eine Vortrag war in einer Kommune, die irre, ich nenne es direkt Leverkusen, es lebe Leverkusen. Leverkusen ist die Kommune in Deutschland mit den meisten
wirklich Frauenorganisationen, Frauennetzwerken, Frauenvereinen. Und ich mache seit Jahren mache ich Vorträge in Leverkusen, war jetzt, glaube ich, der vierte oder fünfte. Und ich staune immer, ne, dass da eben der Frauenring sitzt, Zonta sitzt, dass da die Frauenorganisationen der Parteien sitzen. Es ist irre. Großartig. Darf ich nur schnell fragen, als du gesagt hast, Kommune, habe ich mir natürlich als alte Linke eine Kommune, weißt du, so eine Wege, habe ich mir Isabel Rohner in ihrem wunderbaren Kostüm bildschön vor rauchenden, kiffenden und liegenden, langhaarigen Althippies vorgestellt. Du meinst die Gemeinde oder heißt das Kommune? Entschuldigung. Da bin ich jetzt wieder Schweizer. Beides, aber ich danke dir für diese Assoziation. Also, und das war fantastisch. Aber findest du nicht, ich würde auch in eine Kommune passen? Na, eigentlich nicht, das verdammt. Mein Mann wird sich gleich kaputt lachen, wenn er das hört. Egal. So, jedenfalls, diese Frauen haben allesamt in der Diskussion über ihren Beitrag auf dem Weg zu diesem Ziel der gleichberechtigten Gesellschaft aus ihrem jeweiligen Kontext des jeweiligen Frauennetzwerks berichtet. Das war toll, also weil es so den historischen Blick nochmal öffnete. Was lief schon alles, was einfach die Jüngeren alle nicht mehr wissen. Zweite Diskussion beim zweiten Vortrag war auch toll, aber da war der Fokus Selbstbestimmungsgesetz. Und da ist was ganz Interessantes passiert. Also zum einen genau das, was du erzählst, weswegen ich dir diesen langen, ausführenden Vortrag jetzt durchgelassen hast. Ja, genau, danke. Also ich würde sagen, 95% der Anwesenden haben noch nie was davon gehört. Wahnsinn! Ja. Das ist ja Wahnsinn. Und das ist ein politisch interessiertes öffentliches Publikum, wo du die Vorträge hältst. Oder? Es ist ja nicht so, dass du irgendwie in einem Kulturbereich, weißt du, nehmen wir Tanz oder Keramik oder so. Also weißt du, da verstehe ich, nein, jetzt wirklich, also das ist ja auf ganz hohem Niveau, aber da verstehe ich, wenn quasi die Tagespolitik keine Rolle spielt oder weit weg ist, außer den Wahlen. Oder? Ja. Ich glaube, du kannst diese Liste noch ergänzen, auch durch Finanzen und Wirtschaft. Genau. Weil die haben das abgetan als, betrifft ja nur die Frauen. Die haben das auch nicht mitgekriegt. Also 95% der Leute in diesem Raum, mindestens, waren total, kann das sein? Genau. Und jetzt Widerspruch zu deiner Erfahrung. Ich erfahre schon auch, also ich erfahre es in so einem Kontext, ich erfahre es aber auch in meinem privaten Umfeld, dass mir Leute erstmal signalisieren, oder ich es so empfinde, es kann auch sein, liegt das an dir? Bist du verrückt geworden? Erzählst du hier Unsinn? Ah, das ist spannend. Also ich finde so habe ich das noch gar nie angeschaut, weil ich davon ausgehe, dass ich nicht verrückt im Sinne von irre, sondern immer ein bisschen außerhalb in der Beobachtungsposition, weißt du, als öffentliche Intellektuelle stehe, oder? Also deshalb. Erklär nochmal. Also ich bin nun ein Mensch, die in ihrer Art und Weise auch des Auftritts durchaus Wert auf eine Sachlichkeit legt. Ne? Ja, ich bin sehr sachlich, ich bin aber auch spürbar humorvoll. Ne? Ja. Nichtsdestotrotz ist dieses, hey, das ist so absurd, das kann ja nicht sein, Klammer, Verschwörung, Fragezeichen, das kriege ich mit. Und natürlich, also meine Wahrnehmung ist, das sind nur Momente, weil ich dann, also ich habe Gesetze dabei, ne, und ich sage auch, guck mal, ihr könnt das alles nachlesen, hier und hier, eine Bundestag-Homepage und so. Also das sind Momente. Es sind aber Momente, die ich vorher so noch nie erlebt habe. Dieser Moment des Menschen, die das ansprechen, aufgrund der Absurdität des Gegenstandes als, wie sind die denn drauf? Ne? Das ist echt, das habe ich so in den letzten Jahrzehnten noch nie erlebt. Und so, das ist erschütternd. Nein, ich würde da gerne bleiben, weil ich finde, das ist erschütternd in Anbetracht der Geschichte der Frauen,
die, wenn sie wichtige politische Themen in die Öffentlichkeit trugen, beispielsweise das Recht zu wählen, das Recht abzutreiben, das Recht auf eigene Sexualität, das Recht auf Berufsbildung, wenn sie dies taten, immer genau mit dem, was du jetzt beschreibst, so als, ja, wie ist sie denn drauf? Oder als geistig, weißt du, also die, so viele Suffragetten, unter anderem auch Emily Kempis-Spiri, die im Falle der Wehrpflicht im 19. Jahrhundert in der Schweiz, die erste Juristin Europas, argumentiert hat, dass die Frauen, wenn die Frauen gleich viel Steuern zahlen wie die Männer, sie auch das Recht haben, über diese Steuern zu beurteilen. Nicht nur das, sie hat beispielsweise den Militärdienst der Männer. Wenn Männer Militärdienst leisten, ist das Frauen Kinder gebären äquivalent zu beachten und zu werten und auch zu honorieren. Also sie war wirklich radikal, fortschrittlich, großartig, lest alle über Emily Kempis-Spiri. Und sie ist ja auch in der Klapse gelandet, oder? Also wie unfassbar viele Frauen, das erlebe ich auch, habe ich oft erlebt im Studium, wie missliebige Frauen mit diesem archaischen und auch diese großen Angst des Eingesperrtwerdens, nur weil Frau als verrückt, als ziemlich schräg, als nicht normkonform betrachtet wurde. Also da würde ich gerne noch auf jeden Fall. Ich muss einmal die Parenthese machen, weil wir das einfach jedes Mal sagen müssen. Emily Kempis-Spiri hat schon Ende des 19. Jahrhunderts eine Eingabe beim höchsten Gericht der Schweiz gemacht. 1868, glaube ich. Ja. Mit dem Hinweis, Frauen sind wahlberechtigt in der Schweiz, weil Frauen, Schweizerinnen, auch Schweizer sind, wie es im Gesetz steht. Schweizer sind wahlberechtigt. Und das höchste Gericht hat gesagt, du hast das mal so schön zitiert, diese Feststellung wäre mehr als kühn. Ebenso neu als kühn, genau. Ja. Sie sei ebenso neu als kühn. Weil Schweizerinnen, also Frauen, sind keine Schweizer. Das Gesetz hat gesagt, nein, ihr seid nicht mitgemeint. Das ist kein generisches Maskulinum im Schweizer Gesetz, sondern es ist ein biologisches Maskulinum. Und das ist genau die Problematik von Sprache, die allein die männliche Form benutzt. Da können eben die Ausleger immer das nehmen, was gerade passt, generisch oder biologisch, aber Frauen sind potenziell raus. Klammer zu. So, also, bei dieser Diskussion habe ich festgestellt, und ich glaube, da ist auch was dran. Die Männer im Raum, und es waren erstaunlich viele, die waren völlig fassungslos und haben gesagt, das kann doch nicht sein, das könnt ihr nicht mit euch machen lassen. Ja. Aber dieses, das könnt ihr nicht mit euch machen lassen, sagt eben auch ganz viel, das ist euer Problem. Also einer meinte dann auch, naja gut, aber jetzt, was bedeutet das denn im realen Leben? Das bedeutet dann, ich habe dann den Fall von Erlangen, also ich habe übrigens nur 4 Minuten über diesen Fall gesprochen, aber auch mit dem spezifischen Fall, der jetzt vor Gericht gehen wird, wo ein biologischer Mann in ein Frauenfitnessstudio in Erlangen sich reinklagen will, ne? Und der sagt, ja gut, aber dann geht der da einmal hin und die Frauen schmeißen den hochkant raus. Und ich sage, das ist eine absolute Zumutung gegenüber den Frauen. Ja. Ist eine absolute Zumutung. Frauen haben das Recht auf ihre Räume. Punkt. Naja, aber jedenfalls sehr, sehr spannend. Und dann ist aber noch was Interessantes geschehen. Nach dieser Veranstaltung kam eine Frau auf mich zu und sagte, sie können so nicht in der Öffentlichkeit dieses Gesetz kritisieren. Das dürfen sie nicht. Danke. Dann sage ich doch, natürlich darf ich das. Ne? Ja, genau. Meinungsfreiheit. Ja. Abgesehen davon, es widerspricht unserem Grundgesetz. Ja. Und dann meinte sie, ja, wissen Sie denn, wo Sie sind hier? Sag ich, erzählen Sie es mir. Ja. Dann meinte sie, Sie sind im Wahlkreis von Sven Lehmann. Dann habe ich gesagt, ja, leider ist er ja heute nicht da. Und umso wichtiger, das anzusprechen. Und dann sagte sie aber noch etwas. Dann sagte sie, aber das dürfen Sie nicht, die Rechten sind doch auf dem Vormarsch. Ja, worauf da müssen sagte, wir auch bleiben. Aber die Grünen sind in der Regierung
und verantworten solche verfassungswidrige und frauenfeindliche Gesetze. Aber dieser Link, und ich glaube, und da hängt jetzt ganz viel dran. Ja, ich finde es ganz toll, dass du das bringst, dass das Beispiel. Es ist eins zu eins, was im politischen Diskurs im Moment läuft. Ja, Entschuldigung, weiter, ja. Ja, es sind zwei Dinge. Zum einen, du darfst nicht, weil sonst profitieren die Rechten. Mhm. Ich glaube, genau deswegen profitieren die Rechten. Mhm. Zweiter Punkt, warum gibt es so viele Frauen und da jetzt auch eingeschlossen, aber es geht gar nicht um dieses konkrete Gespräch. Ne? Ich finde es immer schön, wenn Menschen offen sind, sich zu Veranstaltungen bewegen, mhm, und auch in Diskurs treten, und man muss nicht immer einer Meinung sein. Ne? Aber das Gegenüber darauf zu verweisen, dass die Meinung nicht geäußert werden darf, ist halt undemokratisch. Es ist zutiefst undemokratisch. Es ist zutiefst undemokratisch, ist aber typisch Frau. Du ahnst nicht, wie oft mir an Vorträgen von Frauen ungefragte Feedbacks gegeben werden. Wie ich mich du darfst doch nicht einen so großen Ausschnitt tragen bei diesem, ja, Vortrag. Du darfst doch, Äußerlichkeiten eben, die Ohrringe, ja, ja, oder du warst nicht beim Friseur. Oder wie kannst du dich so hinsetzen? Genau, mhm, wie kannst du dich so hinsetzen? Und und dann die Ausdrucksmöglichkeit, also du sollst, also wie kommst du dazu, mit so viel Werbe und Temperament auf der Bühne zu stehen und dazu zu reden? Also ständig die Korsette, die Frauen anderen Frauen zuwerfen. In den sozialen Medien ebenso. Wehe, du reagierst mal nicht so wie Frauen, die dir eigentlich gut gesinnt sind, erwarten, dass du reagieren sollst. Dann flippen die völlig aus. Eben, Frauen sind das angepasste Geschlecht. Und Frauen geben anderen Frauen ständig ungefragte Hinweise, wie sie sich verhalten sollen, damit sie vielleicht, und dann wird ihm das Argument gebracht, ja, da wirst du aber mehr gehört. Oder eben, das darfst du nicht machen, weil da kriegst du diesen Job nicht. Du musst dich nicht wundern, ist dir das und das passiert, weil du kleidest dich ja so, du hast ja auch diese Meinung. Und dann denke ich, das ist nicht demokratisch. Wir leben nicht in einem freien Staat, wo die Menschen sich aufgrund ihrer Fähigkeiten und Möglichkeiten in die Öffentlichkeit einbringen können. Also weißt du, zum einen, es gibt ja auch eine positive Seite an diesem Verhalten, das was Kümmern. Ich auch total gut kenne, dass Frauen zu anderen Frauen in vielen, vielen Fällen eine größere Nähe verspüren und so eine Hemmschwelle nicht da ist. Also das erleben wir ja auch, ja, mit unserem Podcast, dass ganz viele Frauen, die uns seit vier Jahren regelmäßig auf dem Ohr haben und natürlich meinen, dass sie uns kennen als Privatpersonen. Ne? Also ja. Ich bin ja, Also ich bin eigentlich nur dein Avatar, möchte ich hier betonen. In der die Podcastin. Oh. Und was für ein Avatar. Ja, genau. Nein, aber jetzt, ich kokettiere natürlich auch ein bisschen damit. Ich habe mich nie als konservativ gesehen oder definiert oder identifiziert. Inzwischen tue ich es aus Koketterie, um natürlich auch die Diskrepanz zu dir oder die es passt perfekt zu machen. Es passt in die Rolle. Aber ja, also ich zucke oft zusammen, wenn mich Leute, die mich nicht kennen, duzen. Ja, das ist so. Ja, ich selber würde nie jemanden duzen, mit der ich nicht mal zwei Sätze gesprochen habe. Ja, aber da bist du altmodisch. Alle duzen alle. Mich macht das auch fertig, weil ich gerne vor. Eben ich mag die Trennung zwischen öffentlich und privat. Ich mag, wenn wir uns im öffentlichen Bereich treffen, mag ich gewisse Formen. Ich mag es auch, wenn man eben nicht mit Shorts und T-Shirt an einem Vortrag geht oder auch auf der Bühne steht, sondern ich mag eben die Werte, oder? Und in unserem Zeitalter ist die Umwertung der Werte. Ich find's, trotzdem möchte ich nochmal zurückkehren zu diesem Satz. Du darfst nicht, der ist zentral. Der ist zentral. Ja, du darfst das nicht sagen. Mhm. Das ist echt krass. Dann gleichzeitig, oder es nützt den Rechten. Da möchte ich noch ein bisschen verbleiben.
dieser Satz hat dazu, also ich sage ja immer, nur weil die Falschen das Richtige sagen, wird das Richtige dadurch nicht falsch, oder? Ja, brillanter Satz, bringt es auf das den ist Punkt. So, wir haben da eine Medienkampagne, das war, glaube ich, 2011 sogar. Und dieses Es nützt den Rechten hat in den USA beispielsweise dazu geführt, einen Präsidentschaftskandidaten, einen alten, tatrigen, sehr sympathischen Mann, der wahnsinnig viel geleistet hat in seinem Leben, als Kandidaten, als valablen Präsidentschaftskandidaten zu präsentieren. Und jedes Mal, wenn aus der Presse oder von irgendeiner Politologin die Frage gestellt wird, ist Joe Biden, um den handelt es sich nämlich in meiner Erzählung, Joe Biden noch fit genug für dieses Amt? Einfach schlicht, weil er 81 ist und ganz schlicht, weil er offensichtlich die diesem Alter entsprechenden möglichen Ausfälle manifestiert. Und wer immer das gefragt hat, wurde von der New York Times, von den allen, und zwar wirklich ausnahmslos, liebe Menschen, ich bin wirklich voll in den USA mit meinem Podcast und all den Zeitungen, die New York Times, die ich abonniert habe, wurde ausnahmslos als Trumpist, als unwissenschaftlich, als absolute Frechheit und das diene nur den Rechten, das diene nur der Wahl von Trump, wurden weggewischt über den Tisch. Es wurden Lügen präsentiert, oder? Also ganz viele Senatoren der Demokraten haben behauptet, dass die sind irgendwie 43 oder 49 oder 55 Jahre alt. Nein, Joe Biden ist fitter als ich. Also was für ein Bullshit. Also was die haben die unfassbare Lüge auf und das schlägt bewusst zurück. Und die Menschen, ja, ganz bewusst, wobei, also da will ich dich dann, warte schnell, da möchte ich dich schon fragen, wieso bewusst, da bin ich mir, weil ich verstehe also das nicht. Also bewusst im oder? Sinne von im Bewusstsein, dass es so ah, nicht ist. Danke. Weil, genau. Ehrlich ja. gesagt, diese Ausfälle, die Joe Biden hat, die konnte man seit Jahren sehen. Absolut. Hören. Also die waren auch dokumentiert. Es ist eben diese Wahrheit. Verweigerung ja. von Wirklichkeit und eine Verweigerung auch medial schlicht und ergreifend die Wahrheit zu transportieren. Auch ja. als Problem. Und offen gesagt, also und ich bin wirklich keine vielleicht für einen unsere Satz, noch, ein Satz. Ja. Ich bin wirklich keine Trumpistin. Ich finde das nein, schrecklich nein, furchtbar. Aber, das ist aber hört mal, wenn es wirklich so wäre, dass der Kandidat der Gegenpartei und die USA haben nun mal diese zwei großen Parteien, ne? Das ist schon ein sehr anderes Majorz-System. System als unseres ja. Vielparteiensystem. Wenn der Kandidat oder die Kandidatin der Gegenpartei das Ende der Demokratie bedeuten würde, dann wäre ja. es die verdammte Pflicht für die andere Partei, die bestmögliche Person aufzustellen. Die bestmögliche, die mhm. fähigste, die kompetenteste, die fitteste, die kämpferischste. Mhm. Indem aber in diesem Fall die Demokraten einen offensichtlich dementen Menschen aufstellen. Oder Menschen, alten Menschen, der Anzeichen von Demenz genau, zeigt. Sehen genau, so. Genau, weil ich bin. Tun Sie das nicht? Also kann die Gegenseite nicht so schlimm sein? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Also ja. die Demokraten haben doch eine verdammte demokratische Pflicht, das Land vor Donald Trump zu retten. Absolut richtig. Ich möchte einfach eines anführen, was die amerikanische Demokratie jetzt auch gezeigt hat, dieses, wir reden übrigens vom Präsidentschaftsduell am Fernsehen, damit die Hörer und Hörerinnen, die uns in 5 Jahren mal nachhören, wissen, um was es ging. Das war der Reality-Check zu Joe Biden. Es war allen Zuschauenden klar, dass hier ein alter Mann mit einigen Aussetzern in ein Gespräch verwickelt wird, dessen Faden er schon längst verloren hat. Und es war echt, ich wurde nicht aggressiv während dieses Gespräches. Ich war voller
voller Mitleid, voller Empathie. Und dann habe ich auch gedacht, wie kann man nur einen Menschen derart, also einen Menschen, den man mag, den man politisch begleitet hat oder im Falle seiner Frau, mit dem man 50 Jahre verheiratet ist oder ich weiß nicht wie lange, oder wie kannst du das einem Menschen, den du liebst, dem du vertraut hast, mit dem du eine lange Geschichte hast, wie kannst du das einem Menschen antun? Und ich finde das auch auf einer menschlichen Ebene unterirdisch, Leute. Ja, und weißt du, was interessant ist? Dass ganz viele Demokraten genauso argumentieren, um zu rechtfertigen, dass sie Biden im Amt lassen wollen. Nein, sorry, also nämlich, nein, im Ernst. Das kam jetzt gerade letzte Woche wieder in den Medien. Ja, Barack Obama, der ihn unterstützt. Wir können ihm nicht in den Rücken fallen. Worauf in diesem konkreten Fall in der TV-Show vom brillanten Bill Maher. Ah ja, also, Bill Maher ist immer wundergraben. Er reagierte mit: Moment mal, aber ihr fallt mir in den Rücken als Wähler, weil ich weiß nicht, wen ich wählen soll, wenn ihr niemanden aufstellt, den ich wählen kann. Und das ist viel, viel, viel schlimmer in der Auswirkung, weil es die Demokratie beschädigt. Ne? Ja, ja. Also ich fand auch John Stewart, der ist zwar im Nahostkonflikt eher im Lager Queer for Hamas, auf jeden Fall. Kotz, aber John Kotz, Stewart. Da war auch so ein bisschen Material dabei. Genau, aber John Stewart war auch sehr lustig, weil irgendwann muss man dann auch darüber lachen. Er hat das Bild gezeigt von Donald Trump links, rechts Joe Biden, so wie sie aufgesetzt waren in der US-Debatte und hat gesagt: Okay, these guys need enhanced drugs. Also die brauchen, Medicine, es ist, die brauchen ganz klar Stimulanzien. Oder dass sie überhaupt, und zwar der Trump auch, oder? Also ich finde, beide Kandidaten haben extreme Leerstellen aufgezeigt. Übrigens, nur ganz schnell unter Parenthese, also ein amerikanisches Präsidentschaftsduell, wo sich dann zwei alte Säcke über ihr Golf-Handicap zum Schluss unterhalten. Also auch das, wenn du das vor 20 Jahren irgendeiner Politologin oder einem Politologen erzählt hättest, die hätten dir gesagt, also du bist völlig durchgeknallt. Und jetzt darf nicht wahr sein, die haben über ihr Handicap gestritten. Wir sind in einem Weltkrieg zwischen den Systemen Demokratie gegen Islamismus, gegen Putin und gegen volkschinesischen Kapitalismus unter kommunistischen Vorzeichen. Leute, wir stehen vor extrem großen Herausforderungen. Den Klimawandel habe ich noch gar nicht erwähnt. Und ihr, die Medien, die Kulturschaffenden, die Parteispitzen, die Parteispitzen machen mir, Regula Stempfli, diesem Avatar in der Podcast, den machen mir vor, dass es keine Alternative gibt zu der Wahl des wichtigsten Amtes in der westlichen Welt als diese zwei sehr alten, sehr lügnerisch und verwirrten Männer. Und jetzt stellen wir uns vor, Regula Stempfli, stellen wir uns vor, eine Präsidentschaftsdebatte mit zwei Frauen, die eine 78, die andere 81. Es ist nicht denkbar. Ja, ich finde es. Die Medien wobei ich, ausflippen. Ja, aber wobei ich ganz sicher bin, dass du eine 81. Wie alt ist der Luise Pusch? Ist wahrscheinlich erst 78, aber eben eine Luise F. Pusch in einem Fernsehduell, ich bin sicher, die wäre wirklich hackescharf in der Argumentation, oder? Also weißt du, das Alter, nein, die Medien aber würden sie ausflippen. Kommt nicht in die Situation. Aber mein Punkt absolut und mein. Ich sitze manchmal da und denke, also eben, und dann sind wir wieder beim Verrücktwerden. Also ist jetzt die Welt verrückt oder bin ich verrückt? Dass
uns allen Ernstes, eben wie die sogenannten Queer for Hamas, es gibt ja nichts Absurderes als irgendwelche Queer für Islamisten, die Homosexuelle foltern, ermorden, steinigen oder die Feministinnen für Hamas oder wenn sie Frauen beschneiden, foltern, ermorden und so weiter und so fort. Oder? Dann denke ich immer, was ist mit der Welt los, respektive diesen algorithmengetriebenen Illusionsmaschine, die aus sehr klugen Menschen, wie beispielsweise Barack Obama, die übelsten Lügner von Wahrheit und Wirklichkeit macht. Und das finde ich sehr bedenklich. Da bin ich sehr pessimistisch. Ich möchte noch mal ein paar Schritte zurückgehen, weil es mir wichtig ist. Nochmal zum Punkt, darüber dürfen Sie nicht sprechen. Die Rechten sind auf dem Vormarsch. Ja. Da nochmal die Erinnerung, es gibt einen Unterschied zwischen Handlung und Ankündigung. Und es ist hochproblematisch, dass wir aktuell eine Regierung haben, die durch gesetzliches Handeln, die durch konkrete Gesetze die Rechte von Frauen und Mädchen beschränkt. Danke. Die Rechte von Eltern. Ja. Und es werden immense Nachwirkungen zu spüren sein in den Gerichten. Eigentlich ist es eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Juristinnen und Juristen. Absolut, weil wir haben schon x Fälle jetzt. Auch in McDonald's gibt es ja jetzt offensichtlich eine Beschwerde. Es gibt schon x Fälle, weil diese Trans-Lobby, aus welchen Gründen auch immer, ich habe echt noch nicht... Männerlobby, es ist die Männerlobby. Das Beispiel von McDonald's zeigt das sehr, sehr deutlich. Das ist ein Mann, der in die Frauenumkleide will und eine Kollegin bei McDonald's sagte, nö, du schwingst deinen Schwengel woanders, nicht hier. Ja. Und der sich krank hat schreiben lassen, während seiner Krankschreibung jetzt mehrere öffentliche Auftritte hat, weil er als Drag Queen arbeitet, was anderes ist als transsexuell, kleiner Hinweis. Mehrere Auftritte hatte, ich glaube, die Anwältinnen und Anwälte von McDonald's werden sich die Augen reiben, ne? Und jetzt vor Gericht sieht wahrscheinlich sogar, ich könnte mir vorstellen, und es ist mein Recht, mein grundgesetzlich durch Artikel 5 Meinungsfreiheit abgestütztes Recht, diese Vermutung zu äußern, dass das auch finanziert wird durch gute Kontakte. Letztens war auf einem Foto mit Sven Lehmann zu sehen. Damit werden sich die Gesetze, die Gerichte befassen müssen. Ne? Genau, und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Also ist sehr bedenklich, aber wirklich und sehr klug. Bitte ganz viele Vorträge, bitte alle Isabel Rohner anfragen. Und wenn sie nicht kann, mache ich dann gerne den 75 Jahre Grundgesetz Vortrag auch, dass wir wirklich durchs Land tingeln können, um diese entscheidenden Punkte, die Isabel Rohner so klug zusammenfasst. Ich denke nämlich viel zu wenig oft an die Meinungsfreiheit wegen dem Offenbarungsverbot. Und Meinungsfreiheit ist wichtig, jetzt ganz unabhängig von diesem konkreten Gesetz, in Austausch zu gehen. Und da sind wir wieder bei deinem Punkt, dass Frauen so kritisch sind mit Frauen. Das ist meine Erfahrung der letzten 20 Jahre auch. Ja. Trotzdem gibt es auch bei Frauen eine so viel größere Solidarität mit Frauen, als es bei Männern der Fall ist. Also es ist eben beides, es ist ambivalent. Ja. Aber dieser Automatismus, den oftmals Frauen haben, Ambivalenz nicht aushalten zu wollen. Und da sind wir bei deinem einen Punkt, den du gesagt hast, soziale Medien. Ich erlebe das auch. Ich habe vor ein paar Monaten hat der Papst sich geäußert zu Leihmutterschaft, dass das gegen die Würde von Frauen und Kindern ist und er hat absolut für ein recht. Weltweites Verbot ist. Ich habe das geteilt. Daraufhin habe ich Zuschriften bekommen. Es ist unglaublich. Das hätte ich nie von Ihnen gedacht. Sie sind doch Feministin. Und natürlich, ich mache jetzt den Ton. Das ist auch das Problem bei verschiedenen Mitteilungen, dass wir den Ton selber machen. Es kann ja auch sein, oh, das hätte ich nie von Ihnen gedacht. Sie sind ja Feministin. Ja. Und jetzt teilen Sie, meistens steht dann eben, und jetzt teilen Sie den Papst, ich entfolge Ihnen jetzt. Ne? Ja. Damit sind Sie durch. Und das ist ein Problem, gerade in den sozialen Medien. Und ehrlich gesagt, meistens sind es
anonyme Accounts. Genau, es sind Frauen, Bots. Ja. Nein, nein, es sind Frauen, die aus guten Gründen nicht mit ihrem realen Namen in den sozialen Medien sind. Aber es ist ein himmelschreiender Unterschied, wenn du mich als anonymer Name öffentlich kritisierst in den sozialen Medien, wo ich als echte, nachverfolgbare und auch auffindbare Person bin. Ja. Und da wünsche ich mir mehr Empathie, mehr Gelassenheit, auch mehr Willen, das Gegenüber überhaupt verstehen zu wollen, bevor man Arschloch schreibt oder mir schickt. Genau, das wünsche ich mir. Und da finde ich schon, müssen sich Frauen an die eigene Nase fassen, weil sind wir ehrlich, Frauen folgen Frauen, auch die tun es zu wenig. Ne? Männer folgen eben Frauen viel zu wenig, die kriegen diese Diskussion in den sozialen Medien. Überhaupt und ich bin nicht immer noch die Verfechterin, dass soziale Medien nicht der Ort von Diskussionen sind. Deswegen diskutiere ich da auch nicht, bringt überhaupt nichts. Ne? Wenn ich Menschen kenne, rufe ich die an. Wenn ich sie nicht kenne, lasse ich das stehen. Mein Gott, und vor allem, erinnere ich mich bei diesen Angriffen immer wieder an den Spruch meiner Mutter, geben sie dir Geld, also geben sie dir irgendwas, kaufen sie deine Bücher, machen sie irgendwas für dich. Wenn nein, dann ignoriere sie einfach. Schalt sie stumm oder blockiere sie. Also das ist so die Haltung, oder? Also wenn irgendwelche Fremden sich bemüßigt fühlen, ein Urteil, genau, in den digitalen Flur zu kotzen. Danke, so. Danke. Dann muss ich irgendwie sagen, ja klar, ich kann dann eben den digitalen Flur wechseln. Ich habe noch eine gute Nachricht. Und es ist zwar, übrigens ein tolles Gespräch. Ich bin jetzt wach, weil ich war gar nicht so viel vor ich war auch, am Beginn der Aufzeichnung bin ich aufgestanden. Hui, ja, jetzt bin ich wach. Genau, und ich bin ja sehr müde und wir machen dies vor einer langen, wunderbaren Sommerpause, weil ich gönne mir eine lange Auszeit und ich hoffe, ich ziehe es auch durch, dass ich mir eine Auszeit von allen sozialen Medien gönnen kann. Wenn du mich siehst. Nein, ich will, also bei mir Auszeit auf X beispielsweise, oder würde es heißen, dass ich einfach nur die guten Tweets retweete, wie beispielsweise die herausragenden, klugen, wunderbaren Tweets von Isabel Rohner. Meine gute Nachricht ist, die britischen Wahlen sind ein Zeichen für Demokratie, wie Pippa Norris dies gesagt hat. Und zwar nicht, weil jetzt quasi nach 14 Jahren für mich als Linke jetzt die Tories abgewählt wurden. Nein, das ist, ich bin Demokratin genug, das nicht einfach nur so zu feiern, zumal Labour gar nicht viel mehr Prozente gewonnen hat als 2019, dafür aber eben die wirklich ganz Rechten, die Brexiteers unter Nigel Farage, die haben die sogenannten Reform UK, die haben ganz viel gewonnen und eben die Tories haben massiv verloren, aus Gründen, Skandale. Die Brexiteers haben gewonnen? Ja, Reform UK, ja, von dem liest du natürlich nicht. Oder? Also, weil unsere Medien sind ja so schlecht, dass sie einfach groß titeln, die Linken, Labour, Sozialdemokratie und das beste Wahlresultat und bla bla bla, was nicht stimmt. Also es ist vergleichbar mit der Landslide mit Tony Blair, punkto Sitze, aber auch da ist das Majorsystem, eben das Wahlsystem entscheidend. All diese oberflächlichen Analysen, die du von Spiegel bis Taz und WOTS und Weltwoche identisch liest, finde ich immer wahnsinnig mühsam, oder an den ARD, ZDF, SRF, weil du quasi die Zwischentöne des britischen Wahlsystems nicht erfährst und auch nicht erfährst, ebenso wie ich es euch jetzt gerade erkläre. Es ist schon ein Sieg der Labour, aber es ist der Sieg der Labour hängt vor allem mit der totalen Crash der Tories zusammen. Und diesen Crash der Tories, den kann ich wirklich einfach erklären. Sie haben eine Politik nur für Superreiche gemacht. Sie sind die Upper Class, oder das ist die ganze Cambridge, Oxbridge, also Oxbridge sagen sie dem immer, Oxford, Elite, abgehobene Elite,
Diversity, oder Sunak war ja ein Hindu, also auch ein Nicht-Weißer, oder? Das wurde ja übrigens auch nie von den Diversity Agents erwähnt, dass einer der Multimillionäre dann eben das Großbritannien führen kann. Hooray, hooray, jetzt haben wir Diversity, um einfach auch mal zu thematisieren, was ist eigentlich Diversity? Alles, das sind Nebenbemerkungen, die ich jetzt mache. Nochmals den Satz, Labour hat nicht gewonnen, weil Labour so großartig ist, sondern weil eben die Tories aus ganz guten und wichtigen und demokratischen Gründen massiv, massiv auf der Schnauze gelandet sind. Punkt. Das ist wichtig. Und die Rechten haben eben gewonnen bei der Reform UK. Ich habe aber meinen Satz der guten Nachricht noch nicht fertig, weil ich möchte den bringen. Aha. Britische Wahlen sind das Zeichen für Demokratie. Mit Pippa Norris sage ich, Leute, wie erfrischend ist es doch, Wahlen zu haben, wo die Person des politischen Gegners nicht durch den Dreck gezogen wird, wo der unterlegene Kandidat dem Wahlsieger anständig gratuliert und dankt und der neue Premier den Menschen aufrichtig dankt, die ihn gewählt haben und die, die ihn nicht gewählt haben, ihm versprechen, weil er wirklich was für das Land und die Demokratie im Westen tun will. Großartig. Mm. Ich wünschte mir dies auch für die USA. Das heißt, wir müssen die beiden Kandidaten müssen dringendst ersetzt werden in den USA. So weit sind sich alle Wirklichkeits- und Wahrheitsmenschen einig. Das wollte ich eigentlich sagen. Ja, sehr schön. Ich habe zwei Bemerkungen dazu. Die erste, ich habe erschreckend wenig mitbekommen vom Wahlkampf, also halt nur so das, was so ein bisschen in der Zeitung steht oder mal in den Nachrichten kommt, was sehr wenig war. Ne? Also ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das britische Parteiensystem gut kenne oder einen guten Überblick jetzt hatte. Was ich aber mitbekommen habe und was ich hemmungslos deute vor der Folie meiner eigenen Interessen und politischen Ausrichtung, ist das Abschneiden der Scottish National Party, SNP. Wir erinnern uns dafür in Schottland wiederum, also ne, Region, dafür verantwortlich waren, dass da ein absolut frauengefährdendes Selbstbestimmungsgesetz angewendet wurde, was dazu führte, dass mehrere Vergewaltiger, Verurteilte oder Männer in Prozessen wegen Vergewaltigung während des Prozesses fanden, oh, ich bin jetzt eine Frau, ich will jetzt ins Frauengefängnis, dass diese SNP abgestraft wurde bei den britischen Parlamentswahlen, und zwar massiv. Also die hatten vorher 45 Sitze, haben 38 Sitze, das ist mein letzter Stand, verloren. Aha, mindestens, was mal eben, also die sind jetzt auf einem Fünftel weniger. Das ist immens, und das fand ich bemerkenswert und hat mich durchaus erfreut. Klammer vor dem Hintergrund, dass ich mich da wirklich nicht firm genug fühle, mich dazu zu äußern. Nee, aber du hast völlig recht. Also ich möchte dich da noch unterstützen in Schottland, und ich möchte hier auch ganz öffentlich J.K. Rowling danken, die sich mit ihren Tweets immer wieder zur schottischen Situation auch geäußert hat und die den CAS-Report, der über die Schädlichkeit der Pubertätsblocker an Menschen, also quasi also es sind diese menschlichen Tierversuche in Anführungszeichen, exponiert hat. Und jetzt übrigens, als ganz wichtig, das wurde von den Medien auch nicht transportiert, dass in Schottland jetzt eben die Pubertätsblocker verboten sind. Oder? Mhm. Also, und das hat unter anderem mit der Mobilisierung von uns allen und vor allem auch von der großartigen J.K. Rowling zu tun, die unter Morddrohungen, unter massivsten, weißt du, ausgerechnet dieser Schichten, die so fortschrittlich tun und menschenfreundlich, oder? Unter Morddrohungen belästigt, Einbrüche, also, und beschimpft wurde wie keine andere Person der Öffentlichkeit, die es jemals ertragen musste, und schon gar kein Mann. Die hat das sicher auch mitgetragen in Schottland, dass die SNP, die auch einen sehr pro-islamistischen Kurs, da haben wir mal darüber geredet, in die Podcastin verfolgt hat, diese Nähe zu den grauen Wölfen, die jetzt auch in der EM
wieder und der Muslimbruderschaft ja auch wieder jetzt in der EM im Fußball mit der Symbolpolitik der durchgeknallten türkischen Fußballspieler im Thema ist. Also die ist total am Boden und das ist auch gut so. Gut so, das ist direkt mein zweiter Hinweis, als hätten wir uns abgesprochen. Ja. Das ist sensationell. Ich habe nämlich laut gelacht diese Woche, weil ich finde, J.K. Rowling ist echt ein Vorbild an Klugheit, an Rückgrat, aber auch an Humor. Und sie hat diese Woche gepostet, also nach der Wahl und nachdem klar war, dass SNP massiv verloren hat, hat sie ein Zitat gepostet von John Nicholson, von der SNP, der gesagt hat, you are a lesbian if you declare yourself one. Also du bist dann ein Lesbe, wenn du sagst, dass du eine bist. Ne? Und daraufhin, okay. Also auch als Mensch mit Schwengel, ja, kannst du dich zur Lesbe deklarieren. Ja, genau. Das ist das, was er sagt. Ja. Und daraufhin hat sie das eben geteilt und nach der Wahl, nach der verlorenen Wahl für die Abwahl. SNP, genau, nach seiner Abwahl. Now try declaring yourself a winner, John. Also jetzt versuch mal, dich als Gewinner als Wahlsieger zu definieren. Ja. Ich habe laut gelacht, weil es ist so auf den Punkt. Genau, du kannst jetzt per Sprechakt kannst du dich jetzt einer gewonnenen Wahl rühmen. Ha, ha. Aha. Also was für eine wunderbare die Podcastin Isabel Rohner. Ich habe mich sehr gefreut. Es war wahnsinnig wichtig über unser sprechendes Denken und manchmal empfiehlt es sich wirklich, wenn weder du noch ich uns vorbereiten, sondern tatsächlich als erwachsene Frauen, die über die Welt und die Wirklichkeit gemeinsam nachdenken, digital zusammenkommen und dann die ganz großen Züge auch der Welt- und Frauengeschichte aufdröseln können. Also es war ein großes Vergnügen. Und wünsche ich unseren Hörerinnen und Hörern. Ja. Macht was Schönes. Der Öffentlich-Rechtliche macht ja auch immer Sommerpausen. Ne? Heute Show macht irgendwie 4 Monate Sommerpause, wird dafür bezahlt. Wir werden nicht dafür bezahlt, wir machen einfach nur schöne, freie Zeit und arbeiten andere Dinge. Wir arbeiten ja eigentlich sowieso viel zu viel. So. Ja. Also auf die, in diesem Sinne, auf die Frauen, oder wie heißt es, auf das Große, auf die Frauen, auf unser das Glück. Gute in der Welt, auf die Frauen. Das war Die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.